Wer ist dein Anwalt vor Gott? Und wer ist dein Anwalt vor dem Karma? Wer ist dein Anwalt vor deinem eigenen Gewissen? In der weltlichen Situation, wenn du irgendwo vor Gericht stehst, dann kannst du einen Anwalt damit beauftragen, dein Interesse zu wahren. Ein Anwalt kann dir helfen, dass du gehört wirst. Er kann versuchen, dich rauszuboxen, auch wenn du etwas getan hast, was ethisch verwerflich ist. Vor dem Karma und vor dem Gewissen, vor Gott gilt das nicht. Da bist du letztlich dein eigener Anwalt. Daher handle so, dass dein Handeln stets zu einem guten Gewissen führt. Tue nichts, wofür du nachher einen Anwalt bräuchtest, um dich vor Gott, vor dem Karma, vor deinem Gewissen zu rechtfertigen.